Hi. So, herzlich willkommen. Sorry, ich muss noch gerade mein Stückchen hier zu Ende essen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Und eine ganz besondere Folge, denn ich baue endlich meinen Mildruiden. Mildruide mit Caps Lock. Ne? Und ich habe extra in einer Folge, ich glaube das war die 112, wenn ich mich nicht täusche, extra von meinem Staub, den ich angesammelt habe, und zwar 655 Staub, ein paar Karten extra für den Druiden hergestellt, und zwar Kreislauf der Natur, Baum des Lebens und Moment, einen der Murlocs. Den anderen, den goldenen, den haben wir vom Kartenpack Opening gekriegt und den werde ich auch auf jeden Fall behalten. Okay. So, wir bauen Mildruiden. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall Karten, dass unser Gegner Karten ziehen muss. Das ist Sinn eines Mildruiden. Ich meine, ich will jetzt kein Tutorial machen, ne? Aber falls die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, sich denken, was ist denn, erkläre ich das nochmal kurz. Vernichtet einen Diener, euer Gegner zieht zwei Karten. Also für Mildruiden ist das Ziel, dass der Gegner möglichst viele Karten zieht. Einer meiner persönlichen Lieblingskarten, Strategien oder Lieblingsdecks, ne? Mit meinem alten Account habe ich sehr, sehr, sehr viel und lange Mildruide gespielt, aber halt nur Decks, die ich mir selber gebaut habe. Und so ähnlich werde ich das jetzt auch machen. Ich werde mir selber ein Deck überlegen und das immer wieder stückchenweise verbessern. Und ja, aber jetzt komme ich langsam in die Richtung, dass ich mir den Druiden baue, den ich spielen will. Anregen, Klaue, Zorn. Also ich baue auf jeden Fall nur Karten ein, dass der Gegner Karten ziehen muss oder Karten, womit ich das Board clearen kann oder unter Kontrolle kriegen kann. Wie zum Beispiel Klaue, Zorn, Kreislauf der Natur ist natürlich die beste Karte dafür. Die würde ich mir am liebsten 30 Mal ins Deck machen. Baum des Lebens, damit wir hinterher wieder hochkommen, wenn es eng wird. Hüterin, Pflicht. Jeder Spieler erhält eine Karte. Schon mal ein bisschen was. Dann haben wir Sternenregen, die habe ich auch herstellen müssen, die zweite. Brankenhieb, Giftsamen, vernichtet alle Diener, ruft für jeden einen Baum herbei, würde ich glaube ich einmal reinpacken. Ich habe überlegt, die vielleicht zweimal reinzupacken, bei meinem alten Account hatte ich die ja nicht. Das ist glaube ich eine Naxxramas-Karte. Kurz mal nachgucken, ja, Naxxramas. Aber mit meinem alten Account hat das auch ohne die funktioniert und ich glaube, ich mache die nur einmal rein. Weil für 4 Mana ist das schon, boah, weiß ich nicht, auch vielleicht eine tote, vielleicht mache ich die auch gar nicht rein. Muss ich mal gucken. Bisher sieht das ganz gut aus. Ich bin aber noch nicht fertig damit, ne? Ich bin noch nicht fertig. Da muss noch mehr rein. Und zwar gibt es doch noch die tanzenden Schwerter. Die habe ich mir immer gewünscht mit meinem alten Account. Oh, und der hier, der müsste eigentlich auch zweimal rein. Jetzt habe ich den nur einmal. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, bei dem Karten erstellen. Karten herstellen. Mal 40 kostet der nur. Okay. Da muss ich dran denken, erinnert mich, dass ich den jungen Braumeister nochmal craften muss. Um natürlich hier das Tiefenlicht-Orakel immer wieder auf die Hand zu holen. Dafür ist er da, ne? Dann brauchen wir auf jeden Fall noch zweimal den Healbot. Da ist er, zweimal Healbot. Den uralten Braumeister. Ja, ich packe ihn jetzt einmal rein, weil wir den jungen Braumeister ja nicht haben. Zweimal. Harrison Jones. Vielleicht.
Loatep. Na, vielleicht. Auf jeden Fall den. Dass wir hier krasse Combo Wombo starten können. Vielleicht packe ich den uralten Braumeister auch zweimal ein. Weiß es nicht. Ja, komm, gucken wir mal, ob das klappt. Was will ich noch haben? Kostet eins weniger für jede Karte auf der Hand eures Gegners. Yo. Geschmolzener Riese? Ja, vielleicht. Erst werden wir runtergekloppt, lassen die Gegner Karten ziehen und dann kommt geschmolzener Riese und Baum des Lebens, ne? Das wäre der Traum. Aber Alexstrasza macht so gar keinen Sinn für das Deck. Chromagus eventuell, ne? Ich dann natürlich hier Kreislauf der Natur ziehe und der verdoppelt den, dann wäre es richtig krass. Aber wird das passieren? Wahrscheinlich nicht. Wir werden die meisten Probleme im Early Game haben, ne? Gehe ich von aus. Naja, gucken wir mal weiter. Wo sind die tanzenden Schwerter? Die habe ich immer noch nicht gefunden, ne? Genau. Die habe ich nämlich mit meinem alten Account auch nicht gehabt. Habe ich mir immer gewünscht, ne? So. Jetzt wäre natürlich der Traum, wenn wir noch Baron Totenschwur mit den tanzenden Klingen vereinen könnten. Aber wird das passieren, Leute? Ist das im Rahmen des Möglichen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das würde der Gegner nicht mitmachen wollen. Naja, schauen wir mal kurz auf die Mana-Kurve. Ja, die sieht eigentlich recht solide aus. Anregen. Mich stört echt, dass wir nur einmal den jungen Braumeister haben und stattdessen zweimal den Uralten. Das müssen wir dann auf jeden Fall mit dem Imperator ausgleichen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Sternenregen, Sternenfeuer. Und egal, bei einem Ding, ein Ding haben wir noch, ne? Eine Karte können wir noch einbauen. Aber welche? Harrison Jones? Vielleicht, ne? Vielleicht tatsächlich Harrison Jones. Ich meine, gut, wenn wir. Ja, gut, gegen Magier und so ist das natürlich wasted. Welche Karte habe ich vergessen? Was könnte man noch Cooles einbauen? Oh, vielleicht auch Gedankenkontrolleur, ein bisschen rumzureißen, aber nee, nee. Nee, nee. Ich muss einfach leben und dafür sorgen, dass der Gegner Karten zieht. Ja, das ist der Sinn. Das ist der Sinn. Lichtwächterin? Ja, komm, nee. Nee, nee. Soll ich zuschlagen? Puh. Oder noch ein Heal. Oder tatsächlich noch ein Heal, ne? Ja, machen wir erstmal noch ein Heal rein. Also, so sieht momentan mein Mill-Deck aus. Ich bin nicht überzeugt noch. Weil ich ja auch aus Erfahrung weiß, dass das manchmal sehr, sehr schwierig war, die Kombination junger Braumeister und Tiefenlichtorakel oder am besten zweimal junger Braumeister und einmal Tiefenlichtorakel auf der Hand zu haben.
Naja gut, durch den uralten Braumeister und durch den Imperator, was ich mit dem alten Account nicht hatte, hoffe ich, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Ich mache jetzt hier nochmal Nervotron rein. So. Endlich. Endlich. Also, wenn euch das interessiert, könnt ihr nochmal zurück machen, Pause machen, euch das Deck angucken oder am Ende des Videos zeige ich das Deck auch nochmal. Jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal eine Runde. Eine Runde, eine Runde. Boah, wie lange habe ich darauf gewartet mit dem Account, ne? Ich meine, ihr wart ja dabei. Endlich. Als nächstes werde ich dann den jungen Braumeister craften. Ich hoffe, ich denke daran. Und für den Schurken fehlt mir der ja dann auch. Weil Schurke werde ich auch mal spielen. Mildschurke. So, was haben wir denn da? Wir haben auf jeden Fall schon mal eine schöne Karte auf der Hand. Ist natürlich doof. Am Anfang möchte ich die an sich noch nicht spielen. Ja, das ist doch schon eher schön. Die Hüterin des Hains, vielleicht noch ein tanzendes Schwert. Das sind so Grüße. die ich am Anfang haben will. Und eine Klaue, um ein bisschen was kaputt zu machen. Shadow Murloc, ne? Ich grüße dich, Shadow Murloc. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder ein richtig harter Lose, à la Vorführeffekt. Oh, ja, wir haben schon mal die geile Combo auf der Hand. Ich mach nix. Ich mach gar nichts. Wenn das jetzt natürlich ein Grim Petrin Warrior ist, dann weiß ich nicht. Kann man den millen? Schwierig vielleicht, ne? Schwierig. Schwierig. Oh, geil, ich habe Mildruiden auf dem Account, das freut mich echt. Ja, geil. Geht schon mal face mit der Win-Axt. Da ist die nächste Mildkarte. Ich glaube, den Coin behalte ich für den 4-Mana-Zug auf. Dann können wir gleich im nächsten Zug den spielen und danach in dem Zug 3 Coin 2. Das ist so der Plan. Und dann hat er vielleicht ein paar Karten auf der Hand. Schauen wir mal. Okay, wir haben Zorn gezogen. Nochmal einen Remove sozusagen. So, jetzt wird er wahrscheinlich Lunte riechen, ne? Okay, Giftsamen, da war ich mir ja nicht sicher, ob ich die einmal, zweimal oder gar kein Mal einbaue. Ich habe sie jetzt einmal eingebaut, weil das ja doch vernichtet alle Diener und ruft für jeden einen Baum herbei. Ist ja auch besser als nichts, wenn man hier so hohe Viecher stehen hat hinterher, ne? Was Ah, ich glaube, jetzt? er riecht schon Lunte. Ja, und das könnte sehr gut ein grimmiger Gast. Krieger sein. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. So. Ärger? Machen wir erstmal das. Warte, wie viele Karten habe ich denn? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Karten, ne? So. Coin, Braumeister. Und der hat 8 auf der Hand. Wir haben wieder 9. Ja. Vielleicht spielt er jetzt einen grimmigen Gast und greift mit der Waffe an. Wäre blöd, aber wäre noch okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal Baum des Lebens auf der Hand, die ich auch gecraftet habe. Das ist nicht schlecht. Ah, ja, das wird ein grimmiger Gasttyp sein. Mit Sicherheit. Mit sehr, sehr großer Sicherheit, ne? Jetzt die Frage, was machen wir da? Prankenhieb auf den. Zack, mit dem drauf, ne? Dann macht er hier noch einmal Puff. Die beiden getroffen. Für eins. Ja, das klingt ganz gut. Ich könnte auch Prankenhieb und Klaue machen.
Wildnis. Ich glaube, der Zug war ganz okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber war schon okay. So, den jungen Braumeister haben wir natürlich verspielt. Das heißt, das Tiefenlicht-Orakel müssen wir jetzt mit dem Uralten zusammen verbinden. Ich hoffe, also der uralte Braumeister, ich hoffe, wir kriegen den gleich mal auf der Hand. Dass er die spielt, ist geil. Das freut mich. Das heißt nämlich, dass er jetzt noch mehr Karten ziehen wird gleich. So, tanzenden Schwerter. Dann machen wir... Für die Wildnis. Herausforderung. Ärger. Ah, mal so. Er weiß natürlich auch, dass wir Mildroide sind. Durch die Karten, die er bisher gesehen hat. Okay, okay. Wie viel hat er denn noch? 15 und wir haben 17. Ah, okay. Er möchte jetzt anscheinend alle Card-Draw-Karten erstmal loswerden. Ah, wenn er uns gleich die super Combo-Wombo-Patron-Action um die Ohren haut, ist das auch nicht so lustig, ne? Wir müssen schon langsam mal Gas geben. Wie viele Karten hat er auf der Hand? 9 war das, ne? 9. Seine Hand ist zu voll, Wirbelwind weg. So, dann Angriff. Angriff. Wir haben 10 Karten auf der Hand, ne? Warte, 4, 8, 9, 10. Ja, schade. Das heißt, wir müssen noch eine loswerden. Dann spielen wir mal die. Ghoul. Ja, ich fände es besser, wenn die Kriegshymnen-Anführerin oder ein Patron weg ist. Oder ein wütender, wie heißt er nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das, was ich meine. Der uralte Braumeister ist einfach zu teuer für 4 Mana. Den kriegen wir nicht so gut auf der Hand. Na, der hat aber auch viel Card Draw, ne? Der hat die übelste Combo-Wombo gleich. Wir müssen irgendwie überleben. Wir müssen irgendwie überleben gleich. Und das wird nicht einfach. Hat der gecheckt, dass ich ein Mildroide bin? Ich glaube ja, ne? Dann ziehen wir eine Karte. Ziehen wir eine Karte. Ja! Imperator weg. Sehr geil. Ah, zieh mal noch eine Karte, ne? Ja, Kriegshymnen-Anführerin auch weg. So. Batz. Putz. Bumm. 7 hat er noch. Ja komm, ich mach mir die selber kaputt hier. Zack. 1, 2, 3 und noch eine. So. Ist natürlich jetzt fragwürdig, warum habe ich mir die selber gekillt mit der Karte, ne? Das hat die nochmal zusätzlich Karten ziehen lassen. Ja. Gut gespielt. Und ich will jetzt auch, dass er die letzten Karten noch verbrennt, ne? Dass er da bloß nicht noch eine krassere Combo fahren kann. Das ist das, ne? Ich hoffe, dass die hier leben bleibt. Dann kann ich mir die gleich nochmal hier auf der Hand holen. Eine Rauferei. Ja, ja. Jetzt geht's los.
Hä? Ja, gut. Gut gespielt. Ja, jetzt müsste ich eigentlich noch mal den hier spielen. Warte, wie viele Karten habe ich auf der Hand? 8. 7, 8, 9. Ja, geht. Er wird eine millen. Okay. Erster Schadenspunkt. Kriegshymne, einen Anführerin, oha. Meine Klinge ist. Ah. Meine Klinge. Ah. Komm bitte nicht jetzt. Komm. Nein. Ah. Wie viel kriegt der? 4, 8 oder was? Das sind 16, ja. Scheiße. Gut gespielt. Oh, er hat's doch geschafft, ne? Er hat's doch geschafft. Das darf nicht wahr sein. Ja, aber guckt euch das an, ne? Das ist so viel Schaden. Das sind ja schon mehr als 30, ne? Das kann man auch nicht abwenden, ganz ehrlich. Und macht ja einer von denen finisht mich ja schon, ne? Hat der Baum des Lebens auch nichts mehr gebracht. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Ach, das ist doof. Ja, Mill-Decks sind schwierig gegen aggressive Decks. Aber ich halte daran trotzdem fest, ne? Weil das macht mir Spaß, so. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich zeige euch jetzt nochmal das Deck. Und ja, es ist natürlich noch nicht perfekt, ne? Keine Frage. Also der zweite Braumeister fehlt noch. Und so. Aber ja, ein Doomsayer könnte man da auch ganz gut reinpacken, ne? Ein Untergangsverkünder. Ja, ganz perfekt ist das Deck noch nicht, aber es geht schon mal ganz gut in die Richtung, finde ich. Und es hätte auch easy funktioniert, wenn wir nicht gegen so einen Krieger gekämpft hätten, der in einem Turn 100 Schaden macht. Ne? Okay, hier nochmal das Deck für euch und ich bin jetzt draußen. Ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal.